Es geht ja darum, am Ende den Unternehmen eben auch Anerkennung entgegenzubringen für ihre Leistungen, für die Art und Weise, wie sie sich eben für die Zukunft aufstellen. Alle Unternehmen suchen Arbeitskräfte, suchen Fachkräfte. Und unser Anliegen ist es eben zu sagen, jeder kann Arbeitgeber der Zukunft sein. Wir sind ja im War for Talents, das heißt, wir sind ja in einem Arbeitsmarkt, der sehr umkämpft ist. Also insofern ist das Siegel Arbeitgeber der Zukunft ein sehr, sehr wichtiges Siegel für uns und hilft uns in der Differenzierung immer. Das Forbes Magazine hat das vor ein paar Jahren mal so zusammengefasst nach der Bankenkrise: People don't want to go to a party and tell their friends they work for a bank. Und das hilft uns natürlich nicht wirklich. Ja, insofern müssen wir an dem Image, was ja mittlerweile 11, 12 Jahre alt ist, ein bisschen arbeiten. Das tun wir und da hilft so ein Siegel in jedem Fall. Wir sind ja in Berlin und in Berlin ist nicht die Hochburg der Biotech, die ist eher im süddeutschen Bereich. Das heißt, die Konkurrenz ist groß und ich denke, sowohl mit dem Arbeitgeber der Zukunft, aber auch mit dem Top Service Award, den wir ja heute bekommen haben, können wir sicherlich mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen als ohne. Das war ja doch eine sehr erfolgreiche Veranstaltung heute und ich würde mir wünschen, dass es so weitergeht, denn Arbeitskräfte brauchen wir nächstes Jahr auch noch.